Hoch, Weitsprung, Weitsprung, Steinheben, Steinstossen, Schnelllauf, Bodenübungen, Ringen und Schwingen. Das Nationalturnen gibt es nur in der Schweiz und am Samstag in Hergiswil. Der Nationalturnverband Luzern, Ob- und Nidwalden, hat eingeladen zum Jugend-Nationalturntag. 185 sind gekommen, die meisten davon vom STV Grosswangen. Bravo! Rund 40 wollten wissen, wer ist der stärkste, der schnellste und der geschickteste. Am Morgen auf dem Programm Vornoten, Disziplinen, am Nachmittag der Ringen und Schwingen. Und alles unter dem Willisauer OK-Präsidenten Roland Kunz. Putzt hat am Schluss der David Wüst von Grosswangen den Rücken von Mike Burkhardt aus Gudisholz. Dazu mehr, aber später. Doch zuerst, um was geht's? Der Pressechef, der Franz Hess, fragt nach. Ich kann euch vorstellen, der technische Leiter vom Kantonalverband Luzern Oben-Nidwalden, Thomas Etlin. Was hat der heutige Tag, der Jugendnationalturntag Luzern und Obwalden, für eine Bedeutung in eurem Verband? Ja, wir haben uns in den letzten Jahren Priorität 1 eigentlich, dass wir die Jugendanlässe können, vergeben können und suchen eigentlich dort immer Organisatoren. Also das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir versuchen, hier der Jugend eine Möglichkeit geben, einen Wettkampf zu absolvieren. Und darum haben wir eigentlich mit diesen zwei Jugendnationalturntag und der Jugendringertag hier in Hergiswil, wo wir durchführen können, sicher einen optimalen Organisator gefunden, der die Jugend den Wettkampf gewährleisten kann. Ja, wir haben noch den Roger Besch, das ist der Leiter des Turnvereins Grosswangen bei den Nationalturnern. Roger, ihr habt heute die meisten Teilnehmer hier in Hergiswil. Was war die Motivation, um mit so vielen Teilnehmern hier teilzunehmen? Ja, erstens einmal probieren wir natürlich an jedem Wettkampf mit möglichst vielen Turnern. Aber weil es unser Verbandsanlass ist und so noch, hat es bei mir einfach geheißen, wir nehmen den Hinterst und den Legst mit. Und das haben wir eigentlich auch gemacht. Es fehlen etwa 3-4 noch. Einer ist noch an einem Jugendtag und der Rest ist eigentlich mehr oder weniger ist da. Es sind 40 Buben da von uns. Und das haben wir noch nie gehabt. Das ist absolut der Rekord für uns. Rekordmässige Leistungen. Jeder hat es wollen. Jetzt komme ich. Könnt doch endlich einmal weg. Vom Hochweitsprung zu den Bodenübungen. Jeder Vortrag bewertet und notiert.
Was ist gut, was könnte besser sein? Kritik bringt dich weiter. Thomas Sättli befragt nach der Bedeutung der Nachwuchsförderung. Ja, wir haben sicher in den letzten Jahren auch durch die I&S-Leiterausbildung, die wir vor allem stark in unserem Verband gemacht haben, haben wir auch einige frische Rügen gewinnen. Und das war eigentlich auch noch ein bisschen das Ziel gewesen von uns im Verband, dass wir das Ganze da ein bisschen breiter machen können. Ich glaube, man darf schon sagen, wir sind in der Schweiz eigentlich einer der stärksten Verbände und wir machen da recht viel für die Jugendförderung. Also wir haben auch hier mit dem Steve Anderhub, der bekannte Nationalturner, Schwinger und auch Popfahrer war, auch noch jemanden gewinnen, der uns ein bisschen Koordinator macht und so dienen wir eigentlich auch der Roger, der uns auch noch ein bisschen hilft und mit dem Reichmut Erich, wo wir auch die Riegen versuchen zu unterstützen und dort auch ein bisschen gerne helfen, wenn ein bisschen Leitermangel ist oder so und versuchen natürlich auch immer die Leiter zu motivieren, dass sie Ausbildungen im Jugend- und Sport machen und so denke ich, haben wir auch eine rechte Nachhaltigkeit für unseren Sport hier im Leben zu behalten. Das ist sicher recht wichtig für unseren Verband. Ja, danke. Und nochmal, das braucht Kraft. Auf die Zähne beißen und weiter. Beim Steinheben kommst du ins Schwitzen, auch im Schatten. Statt besonders manchmal, besonders weit vom Steinheben zum Steinstossen. Bei den Jüngeren noch nicht mit Steinen, aber mit Kugeln. Auch da wird genau geschaut, gemessen und weiter aufgeschrieben. Roger, ihr habt heute 40 Teilnehmer heute auf dem Platz. Wie dient ihr da die Training organisieren bei euch? Wie viele Leiter habt ihr euch im Verein? Ja, das ist so. Also wir bieten zwei Training an in Grosswangen. Ein Haupttraining, dort sind alle, von Piccolo bis zu L2, wo wir nachher alle beieinander haben. Und dort brauchen wir schon jetzt im Moment sechs Leiter, dass wir einigermaßen ein gutes Training machen können. Dann haben wir noch ein Training, das ist ein Zusatztraining, das ist ein bisschen für die Fortgeschrittenen. Dort nehmen wir die ganz Kleinen noch nicht, die sollen auch noch ein bisschen warten. Und was natürlich noch zusätzlich ist, wir haben etwa so 6 bis 8 Buben, die gehen regelmässig noch schwingen und etwa 6 bis 8 Buben, die regelmässig das Ringertraining besuchen. Und das tut natürlich so quer unsere Riege enorm stützen. Und das hilft ihnen natürlich auch zum Weiterkommen. Die machen zum Teil 3 Training, die besten, die wollen. Weiterkommen? Am besten schnell.
gute Vorbereitungen für einen Nachmittag. Denn dann geht es weiter im Sagmauring. Vorher ist aber noch Spass mit Schaukeln und das Mittagessen angesagt. OK-Präsident Roland Kunz packt mit an. Ein guter, drinnen oder draussen. Dann geht es zur Sache mit Ringen, Schwingen, mit Sackmau und Speiz. Voll spön. Resultate aufgeschrieben von den Kampfrichtern werden hier ausgewertet und die neuen Duelle zusammengestellt. Die hat es schon da, ne? Wie es geht, der Franz Hess sagt es. Wir sehen hier das Einteilungskampfrichter, wo der nächste Gang durch die Einteilung. Da kannst du nicht. Da geht es auch um den Sieg. Wir haben als vorne rechts der technische Leiter vom Kantonalverband, der Thomas Ettli. In der Mitte der Steve Anderhub. Und ganz links der Plättler Sepp. Sie dienen jetzt die Parten für den nächsten Gang in der Kategorie Jugendklasse 2 einteilen. Ebenfalls mit dabei, gerade ins Bild gekommen, Schreiberin Marie-Therese Epp. Mit den Blättern der nächsten Duell geht es zurück aufs Feld. Schon bald steht der Schlussgang an. Zuerst aber noch ein paar Impressionen.
den Sieg zu begiessen, die Niederlage wegzuwischen, Wunden zu netzen, den Durst zu löschen oder den Kopf zu kühlen. Der Brunnen erfüllt so manchen Wunsch. Alle aber nicht. So kann der Rudi Muri von Rausmu nur die zum Sieger ausrufen, die mit Ehrgeiz, Geschick und Glück auch gewinnen können. Der Hofer Michael sofort auf Platz 1 antreten. Beim Schwingen die Stärksten zuletzt. Zum Schlussgang, Lokalderby. Es tritt an, der David Wüst von Grosswangen gegen den Mike Burkhardt von Buddisholz. Jetzt hat zusammengegriffen zum Schlussgang von der Race ins Gas 2. Der Wüst David von Grosswangen und der Burkhardt Mike von Buddisholz. Der Burkhardt Mike ist der mit dem Bart. Bart! Der Bart ist oben, damit der Rücken da unten. Somit ist der Kopf entschieden. Gewonnen hat der Wüst David und Grosswangen. Recht herzliche Gratulation im Sieger von der Leistungsklasse 2. David, recht herzliche Gratulation zu dem Sieg in der höchsten Gewichtsklasse oder der höchsten Kategorie. Wie war es heute, diesen Wettkampf zu machen? Ja, es war eigentlich schon nach der Vornote ein bisschen klar, wer was wird. Weil wir waren grossem Abstand von den Punkten her. Ja, es war eigentlich eindeutig. Wie war es heute? Du warst ja jetzt eigentlich Titelverteidiger vom letzten Jahr. War der letztjährige Wettkampf strenger als der, den du heute gemacht hast? Ich weiß jetzt nicht einmal. Wahrscheinlich schon ein bisschen strenger. Ja, heute habe ich es auch viel lockerer genommen. Und ja, letztes Jahr war ich auch noch ein Jahr jünger. Es waren noch 99er dabei. Ja. Du hast ja dieses Jahr jetzt eine recht gute Saison als Ajas Schwinger. Was sind deine nächsten Ziele jetzt und die nächsten Wettkämpfe? Ja, der nächste Wettkampf ist morgen. Zürich-Ossen ist auch ein Nationalturntag. Und nachher das grösste Ziel ist natürlich der Seggenössische, 9.10. September, in Öschenbach. Ja. Und dieses Jahr gibt es ja noch einen Eidgenössischen Schwingertag. Bist du dort dann auch dabei? Ja, da bin ich natürlich auch dabei. Ja. versuche auch wieder das Zweit oder noch besser werden wie letztes Jahr, ja. Ja, besten Dank und herzliche Gratulation. Ja.